Was ist Blockchain? So it's a way of organizing data that can't es ist eine Art, Daten zu organisieren, sodass sie nicht verfälscht werden können. Grundsätzlich ist es also eine unveränderliche Datenstruktur. Das bedeutet, dass Sie protokollieren, wohin Daten bewegt werden und wann. Das ist wichtig, weil Sie gewöhnlich einen Intermediär, also einen Vermittler dafür benötigen, der Risiko übernimmt und die Verwahrung verantwortet. Den müssen Sie bezahlen. In der Blockchain übernehmen das Computer und die müssen Sie nicht bezahlen. Das macht die Idee so mächtig. Wer versteht Blockchain? I think that blockchains kind of merge Blockchain verbindet einige ganz unterschiedliche Bereiche der Computerwissenschaft, darüber hinaus der Ökonomie und Kryptographie. Wenn Sie eine Liste der Leute aufstellen würden, die wirklich verstehen, womit sie es auf diesem Gebiet zu tun haben, werden das vermutlich weniger als 100 sein. 70 davon verteilen sich auf zwei Unternehmen. Aber es sind Zehntausende, die darüber reden. Das ist echt kurios. Was bedeutet Blockchain-Technologie für die Märkte, insbesondere die Finanzmärkte? Ich glaube, Firmen, die bereits Talente haben, Leute, die sich damit auskennen, werden ziemlich profitieren. Aber viele Firmen werden es dabei belassen, einfach nur darüber zu reden. Wissen Sie, Business-Developer lieben einen guten Chat. Wird Blockchain tatsächlich die Art verändern, wie wir künftig Geschäfte machen? It's probably the most likely catalyst for change in the financial services sector. Ich denke, es ist vermutlich der stärkste Impulsgeber für einen Wandel des Finanzsektors seit 30 Jahren. Aber so genau kann man das nicht sagen, weil der Sektor starker Regulierung unterliegt und die können Sie nie sicher vorhersagen. Auf der anderen Seite bedeutet die Tatsache, dass Blockchain eine gute Technologie ist, nicht zwangsläufig, dass sie auch tatsächlich genutzt wird. Denn es gibt auch politische Realitäten in den Finanzinstituten. Aber ich denke, der Wandel wird passieren, weil die Finanzhäuser die Technologie entweder anwenden oder durch Unternehmen ersetzt werden, die heute noch keine Finanzinstitute sind. Das werden dann Tech-Startups wie unseres sein oder Unternehmen, an die wir heute noch gar nicht im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen denken, etwa Facebook oder Amazon. Welche Ziele hat Blockchain als Unternehmen? Für eine Finanzplattform, der wichtigste Maßstab ist die Zahl der Transaktionen. Wie viele Menschen sind beteiligt, wie viele Transaktionen werden generiert? Noch vor ein paar Jahren hatten wir 2.000 oder 3.000 pro Tag, als ich zum Web-Summit kam. Heute sind es 200.000 pro Tag. Und ich möchte es bis zu 1 Million schaffen, wenn ich das nächste Mal zum Web-Summit komme. Blockchain soll nicht nur für das Banking funktionieren. Wo wird es noch genutzt? So I think that's interesting on a couple levels. One is that there are a lot of uses for the general idea of the protocol. Die Technologie ist auf mehreren Ebenen interessant. Es gibt eine Menge Anwendungen für die grundsätzlichen Ideen des Protokolls und des Blockchain-Konzepts. Die Spanne reicht von Finanzprodukten über Identifizierung bis hin zu Datenverwahrung bzw. deren Steuerung. Fangen Sie an bei der Verfolgung, wo sind die Daten, und denken Sie bis zur Frage, wie kann man allgemeine Online-Login-Prozesse dezentralisieren. Solche Prozesse sind bislang noch wirklich sehr, sehr teuer. Allerdings ist die Debatte häufig von den Medien getrieben. In den vergangenen Monaten haben wir viel über Blockchain gehört und ob wir eine Umstellung haben werden. Als Chef einer Firma, die auch noch Blockchain heißt, bin ich ein riesen Fan davon. Von mir aus können die Medien so weitermachen. Aber wenn Sie sich auf der anderen Seite die Geschäftsaktivitäten anschauen, die weltweit über Blockchain laufen, dann entfallen ungefähr 95% davon auf den Bitcoin-Blockchain. Alles andere, worüber die Leute theoretisieren, sind nur Ideen und keine davon ein richtiger Vorschlag. Ich denke, vieles davon kann im Laufe der Zeit Realität werden. Aber mit Blick auf die Gegenwart, was haben die Konsumenten in der Hand, was nutzen die Menschen tatsächlich, dann ist das in der übergroßen Mehrheit Bitcoin. Majority of it, it's Bitcoin.